Willkommen zurück von der Strecke Bremen-Oldenburg, heute mal mit der Baureihe 612. Wir fahren von Delmenhorst nach Bremen und sind am Auftrag von DB Regio unterwegs, fahren mit dem Regio Swinger und steigen mal ein und schauen, dass wir mal die Fahrgäste reinlassen. Dazu einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne stellen, die Türen rechts freigeben. Den Netzschalter auf ein, damit wir auch Leistung haben. Die Zugbremse anziehen, den Bremsschlüssel einstecken, damit wir auch die Zugbremse benutzen können. So, wir gehen einmal ganz kurz nach hinten. Einmal hier zu dem Schaltschrank. Und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas einstellen können, müssen oder sollen. Batterieschalter ist an. GNT, PZB und SIFA. Lass mir die SIFA aus. Ich glaube, GNT brauchen wir gar nicht, ne? Weil GNT nicht auf der Strecke verbaut ist. Was wir nur brauchen, ist GST. Nämlich, das wäre dann erstmal Türen zu. Hier, GST, damit wir die Neigetechnik auch aktiviert haben. Die Beleuchtung ein bisschen gerne hoch. Okay. Dann gucken wir, ob wir die Signallichter anhaben. Nee. Da fehlt noch das Spitzensignal. Da, Spitzensignale. Okay, dann hier hinten können wir nichts weiter machen. Lassen wir mal die Bremsen lösen und Leistung aufschalten. Unser nächster Halt, sind vermutlich jetzt schon zu spät, Halt Krug in 3,4 Kilometern. Wir dürfen ausfahren mit 80 und das nächste Signal scheint Fahrt anzuzeigen. Jawohl, dann befreien wir uns. Ich finde es auch ganz interessant, dass hier gar nicht erst der Schalter ist für die untere Zugart, während uns hier von der Zentralbahn 110 entgegenkommt. Sehr schön. So, einmal hoch auf die 80. So, ja, jetzt haben wir die 80 erreicht. Lassen wir die Leistung wieder abfallen. So. Ja, wir sind ganz normal im Fahrplan heute unterwegs. Eine Fahrplanfahrt. In der 612 vom Add-on Taranta Rampe Dresden-Chemnitz. Wirklich ein schöner, schöner Zug. Ein echt gut gemachter Zug, meiner Meinung nach, im TSW. Einer wirklich von den besseren Zügen. Aber bald nicht mehr der einzige Dieseltriebwagen. Denn die Niddertalbahn ist ja, die kommt ja, ne? Die kommt ja irgendwann bald. In nicht allzu ferner Zukunft. Haben vielleicht etwas sehr früh angefangen zu bremsen. Ich übertraue nämlich den Bremseigenschaften nicht so ganz bisher von dem Zug. So, 1 Kilometer noch. Leistungshebel in Nullstellung. Da vorne ist auch schon eine Kollegin oder ein Kollege. Wir nehmen mal die Motorbremse rein.
schauen, dass wir nicht zu schnell am Bahnsteigsanfang sind. Schalten mehr Bremskraft auf. Genau, das können wir jetzt machen. Und jetzt noch die Zugbremse hinterher schmeißen. Na, mehr hinterher schmeißen. Na. Oh, knapp. Aber sehr gut geklappt eigentlich. Auch schön hier die Reflexion, ne? Gefällt mir immer sehr gut. Aha, schau an. Es gibt tatsächlich auf der Strecke Fachwerkhäuser. Also zumindest so ein bisschen hier, ne? Mit so einem Dachgiebel. Ich bin mir sicher. Ach nee, das ist das Bahnhofsgebäude. Dass das Asset vielleicht in Koblenz-Mainz in irgendeiner Form wieder auftauchen wird. Kann ich mir gut vorstellen. So, mit 1,5 Minuten Verspätung. Ah, Zuglichter machen wir auch noch an. Fahren wir jetzt mal ab. Und auf geht's. So, jetzt mal hier Vollstoff, damit wir in Bremen-Neustadt rechtzeitig ankommen. So, volle Leistung aufgeschaltet. Was können wir hier noch machen? Scheibenwischer. Notbremse. Türknopf, Beleuchtungsdimmer gerne hoch. Und dann hoch auf die VMAX 160. Wahnsinn, dass die Kiste 160 schafft. Ich glaube, die 628 schafft bestimmt gerade so einen dreistelligen Bereich, vielleicht 120. Ich kann auch hier das Fenster natürlich öffnen. Auch hier auf der anderen Seite. Auch die... Na, das funktioniert auch hier mit dem... Sehr schön. Ja, also so richtig auf Geschwindigkeit kommen wir nicht, ne? Hier können wir die Motorengruppe einschalten. So, 4 Kilometer noch. Also was finde ich immer wieder ganz gut, ne? So zwischendurch mal hier so und hier und da so ein paar dekorative Assets auch verteilen. Wir fangen schon mal an zu bremsen, weil gleich die Einschränkung auf 120 kommt. So, 120.
War das die Weser? Weiß das jemand? So, und bremsen. So, 60 müssen wir jetzt gleich mal auf dem Tacho haben. Sehr schön, hier links noch eine 185er. Aktuell wartend. So, 60 sind erreicht. Auch hier rechts ein Güterzug, der wartet. Ah, so muss das. Das sieht doch sehr schön aus, oder? Genauso will man das. Schön, wie der Zug hier praktisch um die Kurve hier so steht. So, bestätigen wir natürlich. Links einmal eine Lokfahrt. Wohin wollte der Zug? Einmal kurz angefahren gegen das Signal. Oh, was sehen meine Augen denn da? Eine 204. Und zwar in dieser wundervollen blauen Lackierung der SLG Spitzke Logistik GmbH. Können wir schon wieder zumachen. So, Türen sind zu. Dann lösen wir mal die Bremsen. Und fahren an. So, wir dürfen jetzt nur mit 60 ausfahren. Dann machen wir das auch. Und dann ist der nächste halt schon Bremen Hauptbahnhof und da endet auch unsere Fahrt. Ist das nicht schön? Das sieht doch herrlich aus. So. Ankündigung auf 50. Während wir hier vorne an DTG Logistics vorbeifahren. Schön, oder? Wie die Szenerie hier ausgebaut ist. Das gefällt mir echt gut. Auch hier mit Ampeln und so. So, runter auf die 50. Haben wir jetzt erreicht. Ah, guckt euch das an, ein Intercity fährt zeitgleich ein. Das sind doch die Momente, die man am besten findet, oder? Bestätigen wir.
auch das. Und das auf jeden Fall. Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Gehen wir noch ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Und da vorne ist dann auch schon Bremen Hauptbahnhof. Da fährt der Intercity noch ein. Da links fährt noch 110 geradeaus. Und da ist auch schon Bremen Hauptbahnhof. Na, hier gehen immer die FPS so ein bisschen in die Brüche. Und da fährt noch ein Regionalzug ein. Und dann halten wir an. Huch, wir haben die vollen Leuchten. Na. Gut, schauen wir uns einmal hier noch kurz um, was hier sonst noch rumsteht. Die N-Wagen, der Intercity da vorne. Da steht auch noch ein bisschen was abgestellt. Da fährt gerade noch ein Kesselzug ein. Da noch nur 110. Ach, ist das nicht schön. Haben wir hier noch was im Bahnhof? Irgendwas Interessantes? Ja, da fährt auch gerade noch. Ne, der hält. Der steht da. Der RE4 nach Hamburg. Hamburg. Gut, dann zurück zu unserem Zug. Da heißt es jetzt eigentlich nur noch, dass ich mich fürs Zuschauen bedanke. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.